So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spookys Jumpscare Mansion. Und zwar zum Endless Mode. So, die letzte Aufnahme ist für mich schon wieder ein paar Tage her. Für euch natürlich nicht. Das Problem ist, ich habe schon wieder die Hälfte der Monster vergessen, die wir bisher schon hatten. Theoretisch sollte jetzt das vierte Monster hinzukommen. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich wieder vor allem, dass wir ein paar Monster bekommen, die ja nicht im Story mit auftreten. Das wäre natürlich ganz cool. So, schauen wir mal weiter. Genau, das Schöne war ja, dass diese Räume hier geblieben sind. Die hatte man im Story-Mode am Anfang gehabt. Fand ich voll schade. Mag die Räume. Boah, das Spiel wirkt zu dunkel. Boah, die paar Tage merkt man echt. Das muss man echt mal sagen. So, ich bin doch nicht gemutet oder so. Ich rede ja gerade nicht mit mir selber. Na, nochmal gucken, ja, sehr gut. Das Tintenmonster hatten wir, das weiß ich. Nicht, da werden vier Monster oder das Tintenmonster war von Anfang an da. Oh Gott, schon wieder die Hälfte vergessen. Und für euch. Denkt euch nur, was redet ihr da gerade? Das ist doch erst ein paar Minuten her. Für euch vielleicht, aber nicht für mich. Halt diese Top-Notch-Wände. Kennen wir den Raum schon? Kommt mir jetzt neu vor. Es ist auf jeden Fall kein Raum vom Story Mode. Den kenne ich dafür gut genug. Das habe ich nicht vergessen. Boah, es ist wieder so ruhig, wenn man gerade so ein actiongeladenes Spiel gespielt hat. Ist ja Wahnsinn. Ich bin auch laut genug, kommt mir ein bisschen leise vor. Ich brauche es mal ein bisschen lauter. Auch nicht viel. Boah, Sensitivity ist auch noch so. Ich weiß nicht. Kommt mir so schnell vor, aber irgendwie auch passend fürs Spiel. Ach, ich bin mir nicht sicher. Das gab mir vor, als wäre das Jahre her. Der Stuhl ist ja aber richtig cool dazwischen und sinnlos. Komm schon, wo bleiben die Monster? Wo ist die Herausforderung? Wo? Okay, wir hatten den Spasti. Oh, das ist ein Kackgegner. Ah! Aber. Ja, den kann man hier mit. Ich glaube, das bringt nicht viel. Boah, die Musik. Ist der den Raum ausgeschaltet oder kommt der sofort wieder? Ich weiß es irgendwie nicht. Töte ihn einfach mal. Hey. Gott sei Dank macht er nicht so viel Schaden. Wow, das war's schon wieder. Oh, wir hatten den Heini schon gehabt. Oh, das ist ein schlimmerer Sinn von diesem anderen Puppenheini. Da gibt's ja auch, wenn man wegguckt, dann port der sich ja hinter ein. Aber der Typ ist die schlimmere Version davon. Ach, na geil. Ah, das ist schon mal optimal zu wissen, dass es den Gegner gab. Das Schlimme ist auch, dass wir langsam den Punkt erreichen, wo dann zwei Monster auf einmal kommen. Und das wird teilweise ziemlich witzlos. Oder hatten wir den Punkt schon gehabt? Ach, verdammt, ich weiß es schon nicht mehr. Aber wenn wir nicht hatten, er kommt bald. Und das ist das nächste Monster. Ach, der, ja. Kann man den hier mit? Nee, nee, okay. Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie Angst, dass die Tür zwischendurch mal nicht aufgeht. Aber da gab es noch einen Gang nach rechts. Okay, wenn der Mumie sollten wir uns nicht treffen lassen, aber eigentlich passiert das auch nicht. Aber hätte sein können, dass das Feuerstein was dagegen machen kann. Das hatte man ja im Story-Mode nicht. Und das schadet ja wirklich mal Gegnern. Also, das ist ja auch wirklich so. Weil diesen Typen, den wir gerade eben hatten, diesen Heini aus dem Krankenhaus, den kann man, glaube ich, nicht mit der Axt töten. Das geht nicht. Und du musst das kurzzeitig ausschalten. Das trifft ja wohl eher. Ja. Hör auf da hinten. Wir wissen, dass du Schmerzen hast. Und wir können dir auch nicht helfen.
Oh mein Gott. Ja? Oh, bitte keine Sackgasse. Boah. Alter, diese Räume sind viel schlimmer. Ach ja, dieses komische Fieber, was ich immer sage, kommt aus Amnesia. Sind aber auch voll daran. Genau, das brauchen wir. Den Code brauche ich. 4132. Was? Hier ist falsch im Kopf. 41832. Mein Fehler. Wow, wie schnell man das hier abhaken kann, wenn man nicht die ganzen Zettel und Kulis. Oh, das ist auch ein nerviger Gegner. Weil kann der kommen, jetzt mit anderen kommt? Du hast hier den Wasserboden bei dem. Bei dem Heini. Kommen wir sofort weiter? Ne, okay. Verdammt. Wie irgendwie der Schlüssel? Da. Übertrieben großer Schlüssel. Geil. Gib mir. Oh, was ist so langsam? Was aber merkt das richtig? Ja, da ist die. Oh Gott, man muss es triggern. Kann man die von vorne sehen? Geht die Augen. Hey. Oh, jetzt geht der Mist los. Warte, ich bin noch ein bisschen lauter, es kommt ein bisschen leise vor. Hey, ja, ganz entspannt. So schnell kommt der gar nicht hinterher. Boah, die Räume will ich einfach hinter mich bringen. Das ist nicht schwer, das ist nur eklig. Ist einfach so. Oh, ich habe schon die Hälfte gesagt, sehe ich gerade. Wow, das ging ja schnell. Sind die Folgen denn so kurz? Die länger. Ich meine, länger, so eine Viertelstunde. Das ist schon eine Viertelstunde. Ach, ich weiß es gerade auch nicht. Ruhe, ja. Das reicht. Stamina geht aber langsam runter, habe ich das Gefühl. Wenn man im Wasser ist. Ja, ganz entspannt, Kumpel. Ja, Stamina geht echt langsam mal hier runter. Du kannst ja einfach durchrennen. Ich bin aber. Oh, das ist neu, oder? Ich bin der Meinung, das ging nicht früher. Oder? Ich kann nicht verstehen, dass es so einfach ist, dass man einfach durchrennen kann. Ich hab da Sperre im Kopf. Sehr stumpf. Ah, oh Gott sei Dank. Alter, stell ich mal die Kombination mit diesem Fisch. Kann aber irgendwas vor, was dich schnell verfolgt, wie das Tintenmonster. What the fuck? Wie soll ich das machen? Das wird ja richtig kacke. Gab's hier Notizblätter? Verdammt! Ich hab's schon vergessen. Gab's Notizblätter? Da muss ich zwischendurch mal aufpassen. Oh Gott! Der portet dich in mich rein. Sehr gut. Good job. Wir können auch weiter diesen Raum haben, ich hatte damit irgendwie gar kein Problem. Ach, schade. Oh Mann! Was soll ich denn da wissen, wann der kommt? Da kommt was Zweites auf uns zu. Oh, Scheiße. Der andere ist doch bestimmt noch da. Oder? Oh, hey. Nee, wir haken es ja schnell ab.
Okay, den deppen wir mal auch. Der ist gefährlich mit dem scheiß Fisch. Oder Meerjungfrau, wie auch immer. Ja, das ist weg. Das ist ganz gut. Ich weiß halt auch, dass einmal so doppelt kommen kann. Das geht auch. Der kommt gleich schön durch die Wand. Ja. Aber ich weiß, dass es ein Achievement war. Eins doppelt zu bekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Diese Blind, diese Kurze ist so grauenhaft. Ich bin hier einfach nur raus. Aber ich weiß halt, also ich habe glaube ich schon mal gesagt, dass ich ein paar von den Monstern hier kenne. Und ich weiß, es gibt auch ein Monster, auf das will ich echt nicht treffen. Auf das will ich halt echt nicht treffen. Das macht keinen, das bockt so wenig mit anderen Monstern in Kombination. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Denn naja, wie auch immer man es betrachten möchte, Spooky kann ja nämlich auch als Monster auftreten. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Da kommt was. Ja. Gott sei Dank erkennt man das immer noch am Laden. Das Raum dauert mich immer ein bisschen länger. Na gut, immer noch recht simpel. Na gut, in Anführungsstrichen. Ist schon ein bisschen schwerer, gebe ich zu, aber alles noch machbar auf jeden Fall. Also Angst haben muss ich eigentlich bisher nur für diese Mumie, um ehrlich zu sein, weil die macht echt viel Schaden. Die zieht dir mal gleich mal 2/3 des Lebens ab. Hey, hab's wieder geschafft. Yay!